Gut ist. Ende. Ja, ob es glaubt oder nicht, das ist ein offiziell anerkanntes Gedicht aus den Gedichtsbüchern. Ein altes Deutschbuch aus der Schule früher, und da steht das so drin. Und ob es glaubt oder nicht, kleine Anekdote dazu. Ich war früher in der Schule ein bisschen, na, sagen wir mal, auffällig. Ich habe gerne mal die Lehrer ein bisschen geärgert, so, ne? Also ich weiß nicht, der brave, nette Schüler, der hinten sitzt oder ganz vorne sitzt. Ne, genau, der ganz, ganz vorne sitzt und dem aufpasst. Und ich war eher der, der hinten sitzt und nur Blödsinn macht. Und meine damalige Deutschlehrerin, die mochte mich eigentlich sehr. Und die hat mich dann bestraft im Deutschunterricht. Und hat dann gesagt, ich soll mir ein Gedicht aus dem Gedichtsbuch, was hier vor mir liegt, aussuchen und das dann auf Zensur vortragen. Und ich habe da reingeguckt und ich fand dieses Gedicht, also nur, dass ihr versteht, ich musste das Gedicht auswendig vortragen, ne? Also die dachte, sie kann mir jetzt eins reinwürgen, so ein bisschen, weil sie dachte, niemand kann sich, das waren noch 10 Minuten oder so Zeit, ein Gedicht auswendig merken aus dem Buch, ne? So, und dann habe ich dieses Gedicht dann darin gefunden, bin da ganz stolz vor, habe das aufgesagt und sie wollte mir nicht glauben, dass das aus dem Gedichtsbuch ist. Sie wusste es selber nicht. Tja, aber am Ende musste sie mir dann tatsächlich dafür eine 1 geben. Und so habe ich aus einer Bestrafung im Deutschunterricht für Blödsinn machen eine 1 gemacht für Deutsch. Das war super. Super Sache. Ja. Also ihr wisst, ihr seht, Blödsinn lohnt sich auch manchmal. Und wir machen hier jede Menge Blödsinn und das lohnt sich ja sowieso auch, weil es einfach lustig ist. So, aber genug von mir. Da geht die Sonne auf. Oder da? Eigentlich? Nee, da hinten, ne? Komm raus, liebe Sonne, zeig uns dein Licht. Ja, es stimmt, wir vergessen dich nicht. Es ist ein Lied und kein Gedicht. Habe ich mir ausgedacht, ganz schlicht. Ja, mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Na los, Sonne. Mach mal Licht hier. Ich will, dass die schön weit oben steht. Dann machen wir die Sonnenrotation aus und haben wir immer schön Bestrahlung überall. Ist zwar nicht gut für die Haut, aber wir haben ja einen schwarzen Anzug. Alter, der muss so schwitzen in den schwarzen Anzug, ne? Alter, der muss richtig glühen da drin. Soll ich den mal ausmachen, die Funzel da am Kopf? Dann mal einen Helm absetzen. Helm ab. Ja, ein schöner Mann. Ein guter Mann. Sieht ein bisschen aus wie mein Paladin in WoW. So vom Bart. Na gut. Sonne. Ich denke, das reicht schon so. Sieht cool aus wie der Planeten dann, wenn das so davor geht. Ist dann wie so eine Mondfinsternis. Halt keine komplette, ne? Sondern so eine 10%ige Mondfinsternis. Okay, ich speichere mal eben. Warte, speichern, Hauptmenü. Ja. So, warte. Welt laden. Einstellungen bearbeiten. Erweitert. Sun Rotation. Ein Tag. Können wir auch mal machen. Dann haben wir dann einen ganzen Tag lang Nacht. Nee, mach mal aus. Komplett so. Und los geht's. Ich frage mich übrigens, wie dieses Schiff da rechts fliegen kann. Es hat nur, das ist auf dem Planeten und hat nur diese Ionentriebwerke. Die funktionieren auf dem Planeten in der Höhe kaum oder gar nicht mehr. Wirklich sehr, sehr realistisch. So, okay. Also dann würde ich sagen, wir bohren nochmal eine Runde. Diesmal hoffentlich erfolgreicher. Lalalala. Bohren uns hier schön runter. Irgendwo so. Oh, das war sehr erfolgreich. Alles noch ganz, alles tut die. Das ist der Mist mit der scheiß Schwerkraft, warte. So. Also nochmal. Ich würde gerne. Mal gucken, ist irgendwas kaputt? Nö. Ein sehr robustes Schiff haben wir ja auch gebaut. Das ist Knebelhandarbeit, die hält sich. Ne? Die halten länger als normale Schiffe. Sind natürlich auch ein bisschen teurer, ist ja klar. Aber die haben einfach. Quasi das Knebel-TÜV-Logo drauf, da passiert nichts. So. Einmal hier runterbohren. Das sieht immer schief aus, weil der Berg halt schief ist, aber in Wirklichkeit ist ja die Gravitation nicht so schief. Also, ihr wisst, wie ich meine, ne? Ihr wisst das schon. So.
Der Berg ist schief und daher sind wir auch schief. Ich will das Loch noch ein bisschen größer machen, weil mich das immer tierisch aufregt, diese kleinen, engen Kacklöcher, wo du dann mit so einem Schiff rein willst. Und dann stößt du dich überall und hast du Kopfschmerzen und brauchst eine Aspirin. Das kostet dann so viel Magnesium wieder zum Herstellen. Ach nee, das brauchen wir alles nicht. Mach uns einfach ein großes, dickes, fettes Loch. Muss das sein? Oh, hat sie da geruckelt. Ich warte nur auf den nächsten Rammbug. Hatte ich letztens auch wieder beim Bauen, also gestern bei der Aufnahme, die dann kaputt gegangen ist. So, an. Bisschen mittiger. So, wie stehen wir denn? Wir stehen so. Möchte ich hier schön rein ins Gemüse. So. Hatte ich letztens auch bei der Aufnahme, also gestern bei der kaputten Aufnahme, Rammbug. Plong. Bitte schalten Sie das Spiel aus. Es verbraucht zu viel RAM. Liebes Entwicklerteam von Space Engineers, soll ich mir wegen euch wirklich 32 GB RAM zulegen? Oder kriegt ihr vielleicht nochmal die Performance hin, dass ich auch mit 16 auskomme? Weil ich meine, ich kann GTA 5 dreimal starten und es reicht. Naja. Oder irgendein RAM-Riegel bei mir ist kaputt. Das kann auch sein. Da wundert mich allerdings, dass es nur bei Space Engineers auftritt. Hat jemand von euch auch so RAM-Bugs, also diese Ansagen von wegen, zu wenig RAM, bitte RAM ist quasi Overload, bitte schließen Sie folgende Programme. Also bei Space Engineers habe ich eigentlich fast regelmäßig, gerade beim Aufnehmen, muss man halt fairerweise sagen, okay, der OBS, der braucht auch eine ganze Menge nebenbei, ne, Prozessorleistung und so, aber hat er eigentlich nichts mit dem RAM zu tun. Komisch. Ich glaube, das ist ein Fall für Galileo Mystery, wenn die noch da sind. Also, liebes Galileo-Team, wenn ihr hier zuguckt, ich brauche da mal eure Hilfe. Ich brauche Ayman Abdallah oder wie der heißt. Der muss das herausfinden. Ansonsten rufe ich bei Julia Leischik an. Vielleicht findet die jemanden, der mir einfach ein bisschen RAM schenkt. So, bei RAM ist ja recht günstig geworden, ne? Könnte man sich wirklich mal überlegen, auf 32 GB abzugraden. Aber nur für Space Engineers. Ich meine, Space Engineers kostet 20 Euro. Ich kaufe doch nicht dann RAM für ein 20-Euro-Spiel nochmal extra, oder? Vielleicht doch. Na, mal sehen. Alles für die Aufnahme. Alles für euch. So. Geh mal links rein in die Scharte. Oh, ich häng wieder schief. Eisen. Ja, der Shipview ist low. Ich werde auch gleich mich hier verpissen, weil ich hänge schon wieder irgendwo fest. Achso. Zieh nochmal ran. Abtauchen hier. Da rein. Los. Ah, holst dir. Schön mit dem Bohrer rein. Total ineffizient, was wir hier gerade machen. Wir bohren quasi nur mit dem rechten Bohrer. Unten ist nur Stein. Wir müssen dann nochmal irgendwie von anderen Kante rein. Vielleicht von da hier oben schräg, so ein bisschen hier runter. Naja, egal. Oh, toll, wir hängen schon wieder hier irgendwo dran. So, na gut. Machen wir mal hier aus den Kram und verschwinden. Lalalala. Uah. Ui. Okay. Edich. Kackschiff. Vielleicht baue ich auch nochmal wirklich ein anderes Bohrschiff. Wäre eigentlich auch nochmal Zeit, ein neues Bohrschiff zu bauen. Ah, wir müssen so viel bauen. Naja, aber wir bauen erstmal das Transportschiff und vielleicht bauen wir dann wirklich nochmal ein anderes Bohrschiff. Vielleicht so ein Bohrkubus. Ne? Also nicht ein Bohrkubus, sondern ein Bohrkubus. Bestehend aus Bohren. Das Ding sieht aus wie so ein Quadrat und bohrt in alle Richtungen. Dann können wir uns einfach irgendwo ins Gemüse reinlegen, mal Brain AFK gehen und in der Mitte sind so zwei große, riesengroße Frachtcontainer und die sammeln das alles auf. Das wäre echt awesome. Würde ich einfach mal Just for Fun bauen. Ein Bohrkubus. Jawohl. Machen wir vielleicht wirklich mal. Also ich würde es nicht nutzen hier im Let's Play, weil es ist halt, man kann sich halt Sachen bauen, die OP sind und das will ich nicht unbedingt machen. Aber Just for Fun wäre das schon mal lustig, ne, so ein Bohrkubus zu bauen. Der Bohrkubus, jetzt im Steam Workshop. Apropos Steam Workshop, ja, ihr bekommt den DeLorean noch. Er ist noch nicht im Workshop, den haue ich euch nochmal rein. Machen wir nochmal auf jeden Fall. Ich muss mal sehen, wann, weil ich wollte noch was dran verändern, damit er noch ein bisschen besser läuft. Der hat nämlich so einen kleinen Bug noch drin. Der ist bestimmt im Let's Play kaum aufgefallen, weil ich den Bug kannte und das behoben habe durch meine Flugkünste. Aber ihr müsst euch vorstellen, der dreht immer so automatisch so hier weg. Der dreht immer so weg. So hier. Und das ist halt ein bisschen nervig. Ich versuche das noch auszubügeln. Dann kriegt ihr den DeLorean. Siemens, für die das gefragt hatten, das ist nicht mein DeLorean. Also nicht nur... Warte. Das ist nicht zu 100% mein DeLorean. Das ist im Prinzip... Den gibt es schon. Ich habe ihn nur angepasst, dass er fliegen kann.
und habe noch ein paar Bugs bereinigt, weil irgendein Russe hat den, glaube ich, gebaut. Und ihr müsst euch vorstellen, da habe ich da auf I gedrückt. Warte. Da habe ich auf I gedrückt und da war hier nichts. Alles leer. Ja. Und damit kann man natürlich dann relativ wenig anfangen. Deswegen habe ich ihn einfach nochmal komplett auseinandergebaut und Sachen verändert dran, dass er einfach funktioniert und so weiter. Naja. Aber wie gesagt, den kriegt ihr noch bei Gelegenheit. Erstmal hier. Küsschen. So. E. Dumm-di-dumm-di-dumm. Komm, schnapp es dir. Komm und schnapp es dir. Ich pack mal alles hier rein. So. Alles hier reinkloppen. Das hier auch. So. Und das war's. Dann können wir uns noch... Ach nee, hier ist noch mehr. Eisen. Eisen, 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 Eisen. So. Dann können wir uns mal ein bisschen Uran holen. Aus dem Reaktor. Warte. Uran. Packen wir uns mal in unseren Frachtcontainer rein. Wenn ich ihn finde. Der müsste ja leer sein. Achso, warte mal. Reaktor, Reaktor, Bohrer, Reaktor. Ist, glaube ich, alphabetisch geordnet, ne? Warte mal. Cockpit. Ja, können wir uns auch ins Cockpit packen, glaube ich. Machen wir hier 10 rein. So. E. Ist der sich eigentlich... Ja. Ziehen sich die ganzen Dinger das hier raus. Wunderbar. So. Ja, einwandfrei. Dann lassen wir den hier mal so stehen. Nee, warte, wir stellen den hier auf den Boden hin. Triggerzimpfer aus. So. Jetzt müssen wir alles noch einsortieren in den Ramschladen hier. Kodiak. Raffinerien. Eisen. Eisen, Eisen. Gucken wir uns alles in den Frachtcontainer einfach rein hier. So, warte. Oh, ich glaube, der ist voll. Ja, ich glaube, der ist voll. Egal. Wir haben noch mehr. Hier ist noch ein bisschen Silizium. Und hier unten ist ganz, ganz viel drin. Ich glaube, wir werden mal hier was erweitern. Pracht. Mittlerer? Geht denn ein mittlerer hier? Nicht verfügbar für Stationen. Okay. Dann also ein großer. Ach, Quatsch. Pracht. Container. Ach, der ist schon awesome groß. Eine interne Panzerung brauchen wir. Okay, warte. Haben wir denn noch interne Panzerungen? Natürlich nicht. Produktion. Hör mal auf damit hier. Interne Panzerung. Machen wir uns mal ein paar. So. Die Frage ist, wohin bauen wir den? Ich würde den eigentlich lieber hier hinten dran bauen. Weißt du, so hier so dran. So. Jetzt ist natürlich die Frage... Über den dann hier so. Achso, Stahlplatte brauche ich. Warte. Stahlplatten, die haben wir ja. En masse. So, das wäre dann also einmal hier. Dann einmal. Warte. So. Und dann so und so. Ne? Da haben wir. Da können wir nämlich den kleinen hier dann theoretisch wegruppen. Packen alles in den großen rein. Ja, wir brauchen da eine ganze Menge Kram. Also, wir brauchen 8 Computer. Kurz alles rauslegen. 8 Computer. Wir brauchen eine Anzeige. Das ist ja leicht. Wir brauchen 20 Motoren. So. 60 kleine Stahlrohre, die wir nicht haben. Haben wir die hier unten irgendwo drin? Ne, haben wir nicht. Kleine Stahlrohre. Das sind diese hier. Wie viel waren es jetzt? 60. 30. Gut. Los, schneller. So, 60.
24 Metallgerüste. Auch keine mehr, ne? Doch, hier. Metallgerüste. Ne, halt. Rechts. 24. 80 Herstellungskomponenten haben wir, glaube ich, auch keine mehr, ne? Herstellungskomponenten haben wir auch keine mehr. Dann machen wir doch mal hier ein paar. Haben wir jede Menge davon. Und wir brauchen interne Panzerung 360 Stück. Verflucht. Warte. Interne Panzerung. Das geht wenigstens schnell. So, also 360 und 80. Okay. Inventar. Müssen wir ein bisschen warten hier, das dauert leider. So, die haben wir. So, noch 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ja, doch, nee, war richtig. So, jetzt können wir das Ding bauen. Pass auf. Unser erster großer Frachtcontainer. Sehr, sehr schön. Wird auch wirklich Zeit. Wir brauchen nämlich unbedingt den ganzen Platz dafür. Bam, bam. Ah, bauen wir halt noch fertig, ne? So. Und dann, um einfach noch mal ein bisschen Ressourcen jetzt hier zu sparen. Ich weiß, ich bin so alter Geizhals. Moment. Ja, die Panzerungen. So. Achso, hier brauchen wir jetzt, warte mal, wir haben zweimal die und, also die kosten genau gleich viel. Also, 4x6 sind 24 Motoren. Zwölf mal vier sind 48 kleine Stahlrohre. So. 4, 8, 12, 160 interne, hier Herstellungskomponenten. So, und ein paar Stahlplatten. So. Klatschen wir das nämlich noch hier zusammen. Zack. Zack. So. Und der letzte. Bam. Ja, da haben wir unseren großen Container dran. Jetzt können wir alles da reinkloppen. Also, der kleine Frachtcontainer ist hier. Der große. Oh, der ist ganz unten. Das müssen wir wirklich. Oh. Müssen wir alles hier einzeln reinkloppen jetzt. So. Ist halt blöd, dass man hier nicht markieren kann. Das wäre halt echt geil. Egal, dann scrollen wir uns halt einmal durch. Hier nehme ich den kleinen Wegruppen, dass wir dann hier nicht eben genau dieses Problem haben, dass alles irgendwo doppelt liegt. So, warte. La, 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 la. Sorry, wenn ihr das Mausrad hört, aber das muss ich halt ein bisschen vergewaltigen gerade. Ach, Mist, das habe ich so noch. Ach. Ja, komm her. So. Guck mal, der hat nämlich 150.000 Liter, 150 Millionen Liter und der hat 4 Milliarden Liter. Nee. 4 Millionen hat der und der hat 150.000. Das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hier der ganze Kack-Kies. So. Flaschen. Ja, können wir uns selber reinziehen hier, ist ja Wurst. Und dann haben wir auch den Kram hier. So, warte. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Jetzt ist der leer. Jetzt kann ich ihn hier wegruppen. Komm her, gib mir dein ganzes Material. So. Dann die 5. Zack. Und schweißen. Mist, da fehlt ein Motor. Oh nein. Lala. Ah, gut, das kommt natürlich nicht mehr so gut ran, ne? Warte mal, das können wir auch nochmal anders machen. Wo doch, klar, wir kommen ja hier ran. Wie war denn das? Ja gut, doch, wir kommen hier ran. Darüber. Können wir auf alles zugreifen, das ist okay. Ja, machen wir das so. So, wunderbar. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz geschaffen. Bin doch, glaube ich, hier ran, ne? An das Panel.
A? Ja, muss man halt K drücken. So, Inventar. Also, den Stein, den tue ich jetzt mal aus den Raffinerien raus. Ist ja unfassbar nervig. Stein. Achso, hat sich gerade die Raffinerie geholt, ne? Hier, Stein. Was soll denn das? Weg damit. Mist, jetzt sieht es automatisch. Nein! Auch damit. Blöde Raffinerie. Okay, warte, wir machen das anders. Eisen, 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 Magnesium. So, jetzt tauschen wir erstmal das Eisen hier aus mit dem Stein. Mit dem ganzen Stein, dachte ich eigentlich. Och, ist das... Ich hasse das so sehr, ich hasse das. Kann ich denen irgendwie sagen, Raffinerie, dass sie keinen Stein annehmen sollen? Oh. Okay, egal. Wir haben jetzt... Ja gut, ist alles aus dem Codex raus, ne? Müsste alles weg sein. Raffinerie, jawohl. Ja, alles raus. Das ist immer wichtig, dass es im Frachtcontainer liegt. Da habe ich besseren Zugriff drauf. Da ist das nicht so komisch. Okay. Dann würde ich sagen, produzieren wir noch fix hier ein bisschen was und dann mache ich die Aufnahme erstmal aus für heute. Stahlplatten. Machen wir wieder ein paar tausend Stück. So. 4000. Der hier macht davon noch einige. Und der hier macht mal ein paar kleine Stahlrohre, ein paar Panzerungen, Metallgerüste, Motoren. Computer, der kann einfach mal durchlaufen, ne? Da hat er was zu tun. Irgendwas vergessen? Interne Panzerung? Ne, ah ne, hab ich schon. Eine Anzeige von mir aus auch nochmal. Ja. Sozusagen, das passt erstmal soweit. Achso, Träger. Und nochmal ein paar machen hier, geht da fix. So. Okay, dann würde ich sagen, Moment, bevor ich was sage. Nein. Hä, wo hat er das rein? Achso. Macht er nicht, ne? Muss ich so machen. La 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 la. Hier rein damit. So, zacka. Behalte ich hier. So und so. Gut, alles wieder leer. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann wieder im Kreativmodus mit unserem Frachtschiff, was wir bauen. Das sei mal direkt vorab gesagt, dass ihr euch dann gleich schon mal drauf freuen könnt. Also, haut rein und tschüss!